Na, ihr Rallies, willkommen zurück zu Machinarium. Wir haben es beim letzten Mal geschafft, mit Hilfe von Klopapier die gefährliche Bombe zu entschärfen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was steht noch an? Wir müssen natürlich noch die Freundin von Joseph retten. Und dafür fehlt uns ja noch eine Lampe, weil ich das Gefühl habe, wir müssen bei diesem Aufzugsrätsel hier bis in den Keller fahren. Bei dem Keller war sie ja. Im Keller von diesem ganzen Turm kann man sagen, war die Freundin, die hat man da gesehen. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt aber noch eine Lampe finden. Vielleicht ist die ja, wenn wir die Treppe hinaufgehen, irgendwo auffindbar. Schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das Spiel sich seinem Ende nähert. Was ist denn hier nicht richtig? Was ist denn das für ein Konstrukt hier? Hör mal auf, hier so Panik zu schieben. Was ist da draußen? Ach, da ist ein Wegfliegomat, das ist auch cool, aber ich will jetzt gar nicht wegfliegen. Ich will ja noch die Freundin retten. Also, ein paar Sachen muss man auch machen. Haben wir für den mal geputzt? Ach so, ja. Wir haben für den mal geputzt. Da waren wir eigentlich ganz lieb. Haben hier sauber gemacht. Und der hat sich sein Gehirn weggesaugt? Was? Keine Ahnung. Wie gemein. Der hat versucht, ihm das Gehirn abzuzapfen. Und dann kam hier die Polizei. Und die ist korrupt, oder was? Das ist jetzt auf jeden Fall die Story, die gerade erzählt wird von dem Spiel. Dann kam die Polizei, der dicke Polizist. Und er hier ist abgehauen. Nee, die Polizei ist überhaupt nicht korrupt. Die ist eigentlich okay. Und der Polizist fragt sich, was Phase ist. Okay, also hier war eigentlich der Arbeitsplatz von Joseph und seiner Freundin, wie es aussieht. Was soll das jetzt sein? Bestimmt irgendein medizinisches Gerät. Mit dem ich aber nicht viel anzufangen weiß. Ich als alter Nichtmediziner, hier sind jede Menge Bildschirme. Hier ist noch was zum Öffnen. Was? Ich verstehe gar nicht, was ich hier machen soll. Ich muss wahrscheinlich die Grünen, so wie es aussieht, in den Bundestag bringen. Das ist aber eine Herausforderung für sich. Wahrscheinlich erstmal so, dass die dann hier rum können. Dann kann das Ding nämlich weiter. Das kann hier. Oder vielleicht auch nur erstmal so. Dann kann das so, das so. So. Nee. Nee, 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 nee. Okay, warum will ich das denn jetzt gerade tun? Hä? Kann ich jetzt... Ich kann noch zurück, ne? Ja, ich kann noch so. Bringt mich das irgendwie weiter? Würde erstmal spontan sagen, nein. Aber vielleicht bringt es mich weiter, wenn ich hier so runtergehe. Dann kann ich die hier ganz runterziehen. Das bringt auch nichts. Das bringt auch gar nichts. Ich bin gerade hier voll überfragt, was ich... Also ich soll wahrscheinlich die Grünen jeweils in ihre Zielsache bringen und dann kriege ich diesen Safe aufgeschlossen und kriege dafür halt irgendwas, ja. Das sehe ich schon ein. Das ist das, was mir dieses Spiel gerade mitteilen will. Und das ist nicht so einfach. Aber gut, das können wir auf jeden Fall mal versuchen. Aber ich würde doch gerne erstmal sehen, was es hier noch so gibt. Da war das. Da weiß ich gerade nicht mehr, wie das gehen sollte. Da ist ja irgendwie irgendwas, aber keine Ahnung, was man mit diesen medizinischen komischen Geräten machen soll. Dann geht's eigentlich nur noch raus. Können wir auch mal gucken zumindest, was hier Phase ist. Hier ist irgendwas, aber wir wissen nicht was. Okay. Hier rauf, kommen wir da rauf? Oder eher nicht? Offenbar nicht, auch wenn es so aussieht. Und dann gibt's noch dieses komische Gerät hier links. 7,0 bei 108. Okay.
Hier kann ich ein bisschen Musik machen. Das ist wunderschön, aber ich weiß gerade noch nicht, was es da mir bringen soll. Aber 708 sagt ja höchstwahrscheinlich was oft über die Zahlen auf diesem Gerät hier aus. Deswegen werde ich das mal schnell umstellen. 7. Hat nichts. Nein, kann ich das auch wieder zurückdrehen? Ah ja, das läuft dann einfach wieder weiter. 7 ist gleich erreicht und 108, ja, das dauert noch ein bisschen. Das ist eine Radiowelle, jetzt verstehe ich. Ach so. Muss ich mir jetzt die Musik merken. Nochmal. Okay, kriege ich ungefähr hin. Mal schauen. Oh je, aber okay, versuchen wir es mal. Habe ich schon wieder vergessen hier. Nee. Irgendwie so. Irgendwie so. Schreiben wir mal am besten die Abfolge der Töne so ungefähr auf. Ich habe zwar kein absolutes Gehör leider, aber so ungefähr kriege ich das einfach hin, indem ich mir einfach aufschreibe, ob es höher oder tiefer wird, wenn ich da reingehe. Und dann weiß ich das eigentlich schon. Eigentlich sind Musikrätsel eine Sache, die ich gerne mag. Aber ich kann damit nicht besonders gut umgehen. Obwohl ich Musik im Abi hatte. Ich konnte damit sogar Melodien anhand des Gespielten aufschreiben, aber tja, das ist schon wieder lange her. Nochmal. Ich habe auch keinen Stift zur Hand. Mhm. Ich glaube, das habe ich gerade fast schon gespielt. Ist relativ einfach eigentlich. Das ist, glaube ich, sehr schnell nachzumachen. Auf der anderen Seite. Ich weiß nur noch nicht, was es bringen soll. Ob ich das vielleicht erst machen soll, wenn ich das andere da gemacht habe. Oder ob ich das jetzt direkt mal versuchen kann. Also meiner Meinung nach war die Melodie, die gerade gespielt wurde, die hier. Jawohl. Und so haben wir jetzt hier diese... Hä? So schnell kommt doch hier kein normaler Mensch hin. Das ist doch... Verarsche. Okay, dann machen wir doch jetzt erstmal dieses Rätsel hier. Aber eigentlich brauche ich doch nur ein Lämpchen, um meine Freundin zu retten, ihr Lieben. Also, irgendwie wollen wir die Grünen in den Bundestag bringen. Schon kapiert. Moment, wir gehen hier nochmal zurück. Macht das doch nochmal zurück hier. So, das ist doch mal eine Idee, die hatten wir auch noch nicht. Aber das noch. Ach nee, das bringt uns aber gar nichts. Warte mal. Wenn wir das so machen, können wir das Ding nach da weiter verschieben. Und so. Haben wir wieder nichts davon. Scheiße. Das Vieh muss hier irgendwie raus. Diese goldene Kette, die ist die schlimme. Die goldene Kette, nimm die. Das überfordert mich gerade so ein bisschen. Das merkt ihr, ne? Merkt man mir fast gar nicht an. Mal zurück. Warte, nochmal zurück. Ging ja viel zu schnell. Wenn wir hier lang gehen, bringt uns das auch nicht wirklich was, ne? Wir müssen irgendwie diese goldene Kette hier loswerden. Diese scheiß goldene Kette. Ja, oder diese hier. Aber die werden wir ja nur los, wenn wir die goldene losgeworden sind. Denn eigentlich, ich sag mal eigentlich... ist das Ziel ja offenbar,
das Ding hier irgendwie lang zu fädeln. So, dass wir das jetzt erstmal so gefädelt bekommen. Dann kann das dahin und das können wir so machen. Ja, und jetzt einfach das immer. Ja, ein Stück weiter immer geht nicht. Das klappt so nicht. Es müsste eigentlich noch genau ein Stück weiter irgendwo in eine Richtung gehen. Dann hätte ich hier gewonnen. Wenn wir das jetzt doch so machen. Oder halt so. Ja, geht's aber auch nicht weiter. Es fehlt immer genau ein Stück. Das haben die natürlich auch mit Absicht so gemacht, dass es ein bisschen komplizierter ist, aber... Und unten nochmal angeguckt. Vielleicht komme ich da ja irgendwie weiter. Das war viel zu vereint, ne? Das muss irgendwie... Ach, ist auch schon wieder blöd. Ich glaube außerdem, dass unten das schwierigere Rätsel ist. Es sieht irgendwie zumindest schwieriger aus. Weil die ja alle erstmal irgendwie aus dem Weg geräumt werden müssen hier. Moment. Moment. So, jetzt habe ich's. Das wollte ich, dass das hier jetzt drin ist. Ach, nur was habe ich jetzt davon? So werde ich das Ding halt auch nicht wirklich los. Oder? Das muss, darf da aber nicht lang. Ach, kacke. Sah gerade noch gut aus, aber es hat sich leider gerade zum Schlechteren verändert. Im Prinzip muss das Blaue hier weg. Das Blaue stört. Ja, ich kann halt umdrehen. Das ist super praktisch. Das kann ich komplett da reinschieben. Hilft uns aber erstmal nicht. So kriegen wir das wieder zurück, aber das hatten wir ja schon im Prinzip. Dort ist im Prinzip erstmal nichts Neues. So, jetzt haben wir das wieder hier. Das ist echt ein Problem hier, muss ich sagen. Ne, jetzt haben wir nur irgendwie wieder irgendein Gewürm gebaut. Du Gewürm, du Elendes. Ich glaube, wir müssen das Goldene da oben erstmal hinbringen. Könnte das sein? Dass wir das Goldene versuchen? Ja, das könnte, glaube ich, sein. Versuche das Goldene dort, ja, nehmen wir nochmal weg. So. Nee, Moment. Das war aber, ich glaube, das ist der richtige Ansatz, das Goldene hier rauszunehmen. Dann nach da. Und jetzt können wir das Goldene hier reinschieben. Und haben jetzt hier Platz, erstmal das Grüne rauszunehmen. Das jetzt hier hin zu verlegen. Ja, jetzt müssen wir das Blaue noch irgendwie nach hier rechts rausziehen, dann haben wir gewonnen. Wie machen wir das? Ja, wahrscheinlich am besten so. Aber wie kriegen... Nee, dann müssen wir aber das Grüne noch irgendwie gescheit einparken. Ah!
So. Wenn wir es so einpacken, hilft uns das gar nicht. Es ist im Prinzip ja egal, wo wir das Blaue einparken, aber da rechts wäre schon besser, habe ich den Eindruck, weil wir dann zumindest diesen Durchgang hier haben. Oder so. Genau, das ist das Problem. Wenn wir das rechts rumlaufen lassen, dann läuft das hier nicht weit genug weg. Also muss es quasi genau andersrum sein. Das Blaue muss da rechts eingeparkt sein. Ich weiß gerade nur noch nicht, wie das am besten ist. So. Was haben die sich denn bei dem Rätsel gedacht? Das ist ja furchtbar. Ich mache da gerade auch nur noch Trial and Error. So, jetzt habe ich das Ding raus. Das klingt doch erstmal gut. Am besten so. Nee. Das hat mich jetzt gar nicht weitergebracht, oder? Oder doch, wenn ich das so mache, kann ich jetzt das Blaue rausziehen und habe gewonnen. Ja! Das erste Schloss ist offen. Also muss das oben doch viel einfacher sein. Jetzt warte mal. Also Überlänge schon wieder, aber das hat mein Gemächt auch und da hat sich noch niemand beschwert. Kann ich das hier mal irgendwie wieder so resetten, wie es am Anfang war? Weil ich glaube, ich habe hier schon Sachen gemacht, die nicht zielführend waren. Ja, das war... Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Wir müssen das hier nochmal noch so rumsetzen. Dann können wir das hier nämlich rausziehen. Jetzt müssen wir das... Allerdings haben wir das jetzt wieder falsch gemacht. Das heißt, wir müssen das nochmal... Zwei zurück. Das darauf, dass wir das hier lang machen, führen können. Genau, ich glaube, das ist der Plan. Dass die sich hier sozusagen einen langen, langen Wurm bilden. Na, der hier einmal komplett durchmarschieren kann. Nee, da bringt der uns nichts. Der muss schon hier auch rauf. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir den da überhaupt irgendwie gescheit draufspannen können. Jetzt muss halt gleich in die Lücke der Grüne rein. Nee, das ist doof. Das bringt mich nicht weiter. Ach so, doch, das bringt uns weiter, oder? Nee, bringt uns nicht weiter. Bringt uns das weiter oder nicht, was ich hier gerade mache? Ich glaube, ich mache hier gerade relativ sinnlose Spielereien, die schön sind, aber im Endeffekt habe ich jetzt gleich das wieder komplett auf die Ursprungsposition zurückgebracht. Naja, nicht ganz, aber fast. So. Nee, das war falsch. So. Doch, vielleicht bringt uns das ja doch weiter. Es ist doch eigentlich... Ich habe das Gefühl, dass wir schon verdammt weit gekommen sind. Und jetzt wegen irgendeiner Kleinigkeit hier nicht mehr vorläufig nicht mehr weiterkommen. Es ist ein cooles Rätsel eigentlich, aber es ist so ein bisschen... Also ich mache das so ein bisschen sehr Trial and Error lastig. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Nummer 2 zurückkommen. Soll der Geiz so. Mhm.
Jetzt. Jetzt, jawohl. Halt. Jetzt bin ich vorschnell, das ist nicht gut. Nicht vorschnell sein. Aber es sah gerade so aus, als hätte ich es geschafft, aber ich glaube, das war zu früh gefreut. Denn ich kriege hier nicht nach links gezogen, die goldene Kette. Also das ist ziemlich genial, das Rätsel, möchte ich fast schon sagen, weil man wirklich, ich glaube, da muss man an einiges denken, wenn man das hier als Entwickler macht, das Rätsel. Jetzt. Jetzt haben wir es gelöst und dafür irgendeinen Anschluss bekommen. Das ist doch cool, aber ich würde sagen, den Anschluss untersuchen wir erst beim nächsten Mal. Das hat jetzt doch schon länger gedauert, als ich gedacht hatte. Bisschen Überlänge ist aber auch mal gut. Wenn euch das Video gefallen hat, seid noch so gut und lasst mir eine positive Bewertung oder einen netten Kommentar da und schaltet beim nächsten Mal in Machinarium wieder ein. Bis dahin, macht's gut, euer Scully, der Rallye.